Deutschlands Wirtschaftslage 1929 bietet ein günstiges Bild. Die Industrie ist gut beschäftigt. Im Export und im Außenhandel behauptet die deutsche Wirtschaft ihren Platz. Da aus heiterem Himmel eine Warnung. Sie wird sehr bald zum Sturmzeichen. Der 24. Oktober 1929, der schwarze Donnerstag an der New Yorker Börse. Der Zusammenbruch der Börsenkurse leitet eine weltweite Wirtschaftskrise ein. Geschäfte müssen schließen. Die Arbeiter wehren sich gegen Lohnkürzungen. Deutschland wird von der Weltwirtschaftskrise besonders rasch und hart erfasst. Immer mehr Menschen verlieren Arbeit und Brot. Die Blüte und die Konjunktur der vergangenen 5 Jahre schwindet fast über Nacht. Die Erwerbslosigkeit hat nicht nur eine rein wirtschaftliche Seite. Sie wird für die Betroffenen auch zu einem seelischen Problem. Und in Staat und Gesellschaft wird sie der Herd verschärfter sozialer Spannungen. Für die ärmsten Glieder der Bevölkerung führt die Arbeitslosigkeit von heute auf morgen in ärgste materielle Not. Hier mangelt es an allem. Hier ist der tägliche Hunger zu Hause. Arbeitslosigkeit gab es trotz des industriellen Aufschwungs bereits in den Jahren 1925 bis 1929. Aber Ende März 1930 hat Deutschland über 3,5 Millionen Erwerbslose. Damit hat sich die Zahl der Arbeitslosen vom Oktober 1929 bis zum März 1930 in knapp 6 Monaten also verdoppelt. Im März 1930 bricht die seit 2 Jahren amtierende Regierung Hermann Müller wegen einer sozialpolitischen Streitfrage auseinander. Dr. Heinrich Brüning von der Zentrumspartei bildet die neue Regierung. Ein bürgerliches Kabinett ohne feste Bindung an die Reichstagsfraktionen. Reichskanzler Brüning versucht, die Wirtschaftskrise in Deutschland einzudämmen. Mit Notverordnungen will er energisch dem weiteren wirtschaftlichen und finanziellen Verfall begegnen. Er findet jedoch im Reichstag keine Mehrheit für seine Politik. Er lässt den Reichstag auflösen. Die Neuwahl vom 14. September soll ihm eine arbeitsfähige Mehrheit bringen. In der zunehmenden Zahl der Parteien spiegelt sich die politische Zerrissenheit und Ratlosigkeit weiter Wählerkreise. Im Wahlkampf wirbt Reichskanzler Brüning kühl und sachlich um Verständnis für sein Programm. Keine Partei des letzten Reichstags ist mir bekannt, die nicht in eindringlicher Weise die Not dieses oder jenes Standes geschildert hätte. Aber zu viele Parteien haben immer nur die Not derjenigen gesehen, deren Interessen sie glaubten, besonders vertreten zu müssen. Die Interessengegensätze ließen ein entschiedenes Handeln einer Mehrheit im vergangenen Reichstag nicht aufkommen. Die Stimmen des einzelnen Wählers galt mehr als das Volksganze. Der Reichstag war nicht mehr arbeitsfähig, weil er in Interessengruppen zerfiel. Man würde an dem gesunden Sinn des deutschen Volkes verzweifeln, wollte man den letzten Reichstag noch als Ausdruck des Volkswillens ansehen. Das Ergebnis der Reichstagswahl ist jedoch für die Regierung Brüning ein harter Schlag. Die Reichstagswahl von 1928 hatte den Parteien der Mitte und den Sozialdemokraten Erfolge gebracht. Im Gegensatz dazu wachsen 1930 die radikalen Parteien auf dem Boden der Wirtschaftskrise bedrohlich an. Die Zahl der nationalsozialistischen Abgeordneten steigt von 12 auf 107 an. Die Mittelparteien schrumpfen stark zusammen. Die Auflösung des Reichstags mitten in der Wirtschaftskrise hat sich als Fehler erwiesen. Zur ersten Sitzung des neu gewählten Reichstages erscheinen die 107 Abgeordneten der NSDAP demonstrativ in Uniform. Sie wollen nicht sachlich mitarbeiten, sondern die parlamentarische Demokratie zerstören. Brüning hat keinen arbeitsfähigen Reichstag erhalten.
Die Krisenflut steigt höher und höher. Die Zahl der Arbeitslosen wächst unaufhaltsam weiter. Die Krise ist weltweit. In den USA steigt die Arbeitslosenzahl auf 8 Millionen an. Die Not ist kaum geringer als in Deutschland. Hier gleitet die Wirtschaftskrise immer mehr in das politische Chaos hinein. In ein Chaos mit Krawallen, bewaffneten Auseinandersetzungen und politischen Morden. Die Straße wird zum politischen Kampfplatz. Die Todfeinde der Republik, die Nationalsozialisten, wollen nun aufs Ganze gehen. Josef Goebbels ist einer ihrer geschicktesten und gewissenlosesten Demagogen. Von der äußersten Linken her greifen die Kommunisten an, mit ihrem Parteiführer Ernst Thälmann an der Spitze. Auch der Stahlhelm bekämpft hemmungslos die Republik mit der Parole: Wir hassen mit ganzer Seele den augenblicklichen Staat. Am 11. Oktober 1931 wird die Harzburger Front gegründet. Nationalsozialisten, Deutschnationale Volkspartei, Stahlhelm und Alldeutscher Verband schließen in Bad Harzburg ein taktisches Bündnis. Die Sozialdemokratische Partei will diese Angriffe auf die Republik abwehren. Die Eiserne Front wird als politischer Kampfbund gebildet. Zu ihr gehören die SPD, die Freien Gewerkschaften, das Reichsbanner Schwarz-Rot-Gold und die Arbeitersportverbände. Es fehlt nicht an Warnern, die die nationalsozialistische Politik durchschauen. Sie sagen Unheil, Verderben und den Niedergang Deutschlands voraus, falls die Nationalsozialisten an die Macht gelangen sollten. Der Wirtschaftsverfall hält an. Immer mehr Fabriken werden stillgelegt. Wo noch vor kurzem Tausende Lohn und Brot fanden, gähnen leere Hallen, in denen die Kinder der arbeitslosen Väter Fußball spielen. Das Jahr 1931 verzeichnet eine Kette an Bankzusammenbrüchen und Konkursen. Am Jahresende sind in Deutschland weit über 5,5 Millionen Menschen arbeitslos. Und immer noch steigt die Erwerbslosigkeit an. Der amerikanische Präsident Hoover entschließt sich im Frühsommer 1931 angesichts der sich verschärfenden Weltwirtschaftskrise zum Handeln. Er verkündet unter allgemeiner Zustimmung, dass alle internationalen Zahlungsverpflichtungen auf ein Jahr ausgesetzt werden. Im Sommer 1931 kommen der französische Ministerpräsident Laval und sein Außenminister Briand zu Besprechungen nach Berlin. Auch mit der englischen und italienischen Regierung verhandelt Deutschland in diesen Wochen. Vergebens erhoffen sich die Menschen von diesen Verhandlungen eine Besserung ihrer Lage. Das Vertrauen des Reichspräsidenten von Hindenburg ist nach wie vor die entscheidende Grundlage für die Regierungsarbeit Brünings. Er versucht weiterhin mit Notverordnungen ohne Wirkung des Reichstages der fast verzweifelten inneren Lage Herr zu werden. Im Frühjahr 1932 ist die Neuwahl des Reichspräsidenten. Thälmann ist der Kandidat der Kommunisten. Auch Hitler bewirbt sich. Er wird zum Hauptgegner Hindenburgs. Brüning und mit ihm die republikanischen Kräfte setzen sich nachhaltig für die Wiederwahl Hindenburgs ein. Hindenburg wird schließlich im zweiten Wahlgang gewählt. Wenige Monate später richtet er einen Appell an die Bevölkerung. Die Regierung gestellt hat, es geht nicht um die Anschauung und Wünsche der Personen, der Gruppen und Parteien, es geht um das Vaterland, es geht um Deutschlands Zukunft. Dieser zu dienen, für sie Opfer zu bringen, muss der Wille jedes deutschen Mannes, jeder deutschen Frau sein. Zur Bestürzung derer, die ihm zur Wiederwahl verholfen haben,
lässt Hindenburg am 30. Mai 1932 unter dem Druck von rechts Reichskanzler Brüning fallen. Er beruft Franz von Papen zum neuen Kanzler. Aber Hindenburgs Erwartungen werden enttäuscht, denn die Regierung von Papen erweist sich sehr bald als die schwächste der Republik überhaupt. Im Juni tritt in Lausanne die Reparationskonferenz zusammen. Die Konferenz bringt praktisch die Streichung der deutschen Reparationsschuld. Die Regierung von Papen wird dadurch nicht gestärkt, denn es ist offenkundig, dass Papen auf dem Hintergrund der Weltwirtschaftskrise lediglich die Früchte der vorangegangenen zähen außenpolitischen Arbeit Stresemanns und Brünings erntet. Die Nationalsozialisten unter ihrem Führer Hitler verweigern der Regierung von Papen jede Unterstützung. Rücksichtslos führt Hitler den Wahlkampf zur Reichstagswahl vom Juli 1932. Ich habe dir eines zu erklären, die Herren haben ganz recht. Wir sind intolerant. Ich habe mir ein Ziel gestellt, nämlich die 30 Parteien aus Deutschland hinauszufegen. Sie verwechseln mich immer mit einem bürgerlichen oder einem marxistischen Politiker, der heute SPD ist und morgen USPD und übermorgen KPD und dann Syndikalist oder heute Demokrat und morgen Deutsche Volkspartei und dann die Wirtschaftspartei. Sie verwechseln uns mit ihresgleichen selbst. Wir haben ein Ziel uns gewählt und verfechten es fanatisch, rücksichtslos bis ins Grab hinein. Aus der Wahl vom Juli 1932 gehen die Nationalsozialisten als weitaus stärkste Partei hervor. Trotzdem lehnt Hindenburg es ab, Hitler mit der Regierungsbildung zu beauftragen. Schon bei der zweiten Reichstagswahl im November dieses Jahres muss die NSDAP erhebliche Verluste einstecken. Ihre Abgeordnetenzahl sinkt von 230 auf 196 ab. In der Wahlnacht trägt Goebbels in sein Tagebuch ein, jede neue Meldung bringt eine neue Niederlage. Im Ergebnis haben wir 34 Mandate verloren. Nach dem Rücktritt des Kabinetts von Papen versucht der neue Kanzler, General von Schleicher, die innenpolitische Krise zu meistern. Er unterschätzt die Nationalsozialisten und glaubt, ein Kabinett Hitler verhindern zu können. Wirtschaftlich zeigt sich am Ende des Jahres ein kleiner Hoffnungsschimmer. Die Arbeitslosenzahlen kommen zum Stillstand. Ja, eine langsam fallende Kurve beginnt sich abzuzeichnen. Bedrückend bleibt, dass in den Reichstagswahlen von 1932 eine Mehrheit der Bevölkerung für Parteien gestimmt hat, die der Republik ablehnend oder feindlich gegenüberstehen. Die Wirtschaftskrise hat sich damit zu einer Staatskrise ausgeweitet. Wie kann die Krise überwunden werden? Diese Frage stellt sich für die Weimarer Republik zu Beginn des Jahres 1933.